Boah, ach du Liebe. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt des Abends. Wir sind ausgelost worden bei unserem Feuerwehr-Willi. Wir sind das Testteam für die Seto-Leitlampen. Wir präsentieren die jetzt, oder wir sehen die zum ersten Mal jetzt heute und würden die mit euch mal ausprobieren. Zuerst gehen wir mal zu der Kiste und was ich drauf sehe, ist die Aldebaran 360 Grad Lampe. Wir beide öffnen die jetzt und wir bauen die mal auf, mal sehen, was die bringen. Ich sehe, die ist mit dem Zapfen gesichert. In der Kiste ist ja noch ein ordentliches Kabel mit einem Schalter. Hat ein ganz ordentliches Gesicht. Fühlt okay. Sich richtig wertig an, die Lampe. Die Lampe wird draufgesetzt auf den Zapfen. Dann gesichert. Dann klappen wir die Lampe mal aus. Aha, okay. Und bestimmt kann man hier auch den Winkel verstellen. Mach du mal. So, und jetzt, perfekt. Verschiedene Stellungen kann man einstellen. Nicht schlecht. Super. Und dann kommen wir das Ganze mal nach oben. Auf Fahrladung achten, aber hier sind keine. So, das war's. Oh. Wow. Wahrscheinlich ist sie auch dimmbar hier. Okay. Ach, du kannst beide reinschalten, warte mal. Jetzt hast du alles an. Okay. Hat jemand eine Sonnenbrille mit? Boah. Mein lieber Scholli, ist sie hell. Das ist meine Nummer. Muss mal Helm abnehmen. Ich bin begeistert. Was sagt ihr, Kameraden? Perfekt. Super. Da kann man ja. Und das ist erst die Kleine. Bin mal auf die Große gespannt gleich. Ich bin begeistert von der Lichtausbeute und wie schnell die aufgebaut ist. Und wie gesagt, die LED-Technik, die macht sich schon bemerkbar. Toll. Und das Ganze, wie gesagt, an dem Rädchen, wie ich gerade rausgefunden habe, kann noch dimmen, wenn es zu hell wird. Ja. Okay. Nicht schlecht. Mega. Test bestanden. Beide Daumen hoch. Ja, schön ist auf jeden Fall, dass wir hier kaum Schattenwurf hatten, als das Ding oben war. Wir haben schön diffuses Licht, schön gleichmäßig auch. Das heißt, da kann man auch gut arbeiten, wenn man dann über Kopf irgendwie arbeitet. Dann kann man trotzdem immer noch alles sehen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt haben wir den Winkel nochmal versucht einzustellen. Wir kurbeln das ganze Ding nochmal hoch. Michael, würdest du so lieb sein? Ja, mal hochkurbeln. Moment, wir haben nur was festgestellt. Die ist nicht nur von oben verstellbar, sondern halt auch von unten. Macht das Ganze einfacher, jawohl. Ja. Jetzt hast du wieder gerade. Ich würde den gerne mal gekippt haben. Wie weit? Noch ein Stückchen. So ist gut, perfekt. So, und jetzt hochkurbeln. Wie wir sehen, der Platz ist aus. Ich lege es mal wieder hier hin. Dreh mal einen Schritt zurück. Die Fernbedienung jetzt mit oben mit Eingang mit dem Drahtseil. Hängt jetzt hier Ende. Auch fest. Fantastisch. Also ich bin begeistert. Mega. Ich schließe mich dann aber noch an. Der Platz oder ist ausgeleuchtet. Gruppe. Also ich finde auch, obwohl es die kleine davon ist, hat es auch einen sehr weiten Winkel. Also man hat einen weiten Blickfeld. Ja, ich habe gesagt, dass man da auch super mit arbeiten kann. Wie der Kollege gerade schon sagte, mit diesem Schattenwurf, den haben wir ja kaum, wenn wir über Kopf arbeiten. Und die Lichtausbeute, wenn man das so sieht, ist in dem Winkel schon überragend. Ey. Das ist schon wirklich eine Ansage und da kann man wirklich super mit arbeiten. Du hast ja gerade in der Hand gehabt. Wie ist denn jetzt das Gewicht davon? Also ist eigentlich schon recht leicht, aber trotzdem wertig. Okay. Also sie ist die ultra schwer. Kann ich die mal in die Hand nehmen? Ja klar. Warte, wir bauen eben zusammen. Jetzt kannst du abnehmen. Und? Was sagst du dazu? Schwerer als erwartet, tatsächlich. Ja, aber. Aber ich glaube, für das, was rauskommt, ist das immer noch total in Ordnung. Also müssen es ja auch nicht die ganze Zeit halten. Ja, dann lass uns jetzt abbauen und die nächste ausprobieren. Also die erste Lampe war schon mal mega. Mega. Da kann auch noch was Größeres kommen. Deswegen die größere Kiste vor uns. Ja, da ist ein ganz anderes Kaliber. Doppelt so groß. Ja, die ist ein bisschen schwerer, die nehmen wir zu zweit.
alle Sicherheitsbeauftragten, ich weiß, ich habe keine Handschuhe, alles gut. Jetzt ist drin, ist sicher das Ganze. Das sind, ist das gleiche Kabel wie gerade, also wir sind da hier flexibel. Okay. So, jetzt bei dir noch. Jawohl. Und jetzt halt von unten. Ach so, ja. Und dann nach oben schieben, ne? Ja. Ah, okay. Lass mal so. Rastet ja. Ein. Perfekt. Dann ab nach oben. Nach oben. Da dann die Fernbedienung. Schützt eure Augen, Kameraden. Ich schalte ein. Strom drin. Ja, dann machen wir mal an. Boah. Ach du Liebe. Nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich das Drahtzahn hier angehangen. Nächstes Mal so hin. Jetzt sind wir arbeiten. Also die ist mega. Ich bin richtig geflasht davon. Wahnsinn, was die für eine Lichtausbeute hat. Man kann gar nicht reingucken. Ja, ich hatte es ja gerade auch in der Hand. Hat sich haptisch sehr gut angefühlt. Hatte aber trotzdem ein bisschen Gewicht dahinter. Und man sieht ja, das Licht ist sehr gut. Also ohne Sonnenbrille kann man fast gar nicht reinschauen. Also vom Gewicht her muss man sagen, die erste, die kleine, kann man locker mit einer Person draufpacken, auspacken, in Stellung nehmen. Aber die große, da brauchst du echt zwei Personen zu. Die hat ganz schön Gewicht. Alleine kriegst du das kaum gestemmt. Mir ist noch positiv aufgefallen, dass tatsächlich die Aufnahme auf dem Stativ ja eine Standardaufnahme ist. Das heißt, wir bräuchten gar nicht dieses Stativ hier, um die Lampe zu betreiben, sondern könnten die Stative, die wir bereits auf den Fahrzeugen haben, auch einfach dafür nutzen, weil da ja auch die Plätze für da sind. Ja, wie Jan auch gerade gesagt hat, der Aufnahmezapfen ist ja auch, sag ich mal, der identische. Das heißt auch, man kann das auch an anderen Fahrzeugen direkt montieren, zum Beispiel auch an der Drehleiter direkt am Koop. Haben wir auch den Aufnahmezapfen dafür. Genau. Ja, kommen wir zum Fazit des heutigen Tages. Wie gesagt, die Übung mit den Kameraden hat super geklappt. Das Ansatz hier wurde erfolgreich erfüllt. Wir sind beeindruckt von der Lichtausbeute des Stativs, natürlich von der Lampe, von dem Stativ. Wie die Kamera Schran schon gesagt hat, Feuermann tauglich. Auch die Verpackung macht einen hochwertigen Eindruck. Die Kabel sehr gut verarbeitet. Die Lichtausbeute, der ganze Platz ist hier taghell ausgeläutet. Ich finde einfach eine super Sache heute. Also wenn ich mir das so angucke, mit den Sachen, die wir zurzeit am Fahrzeug haben, braucht man mehrere Lampen, um diese Ausstrahlung hinzukriegen. Nicht nur eine. Wahnsinn. Top. Heute wird hell, das kann ich euch schon sagen. Ich gehe mal hoch. Also auch wenn es Nacht ist. Lassen wir mich da geht darum. Ja. Also, ich brauche aber auch eine, weil sonst liegt mir gleich der Kopf. So, guck mal hier beim Setolight Lampentest. Mega.